So ein Mist. Ja, moin moin hier aus dem hohen Norden. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und Thema heute ist, es geht noch um Geradengleichung. Thema heute ist, sind die Geraden parallel oder identisch? Hm. Ja? In diesem Video geht es um, sind zwei Geraden parallel oder identisch? Und in dem Video, was folgt, geht es darum, sind die Geraden windschief oder haben sie einen Schnittpunkt? Ja? Haben wir mal so geteilt, dass die Videos nicht immer so lang sind. Und was wir in diesem Video machen, ist, wir gucken zum Beispiel erstmal, was ist überhaupt parallel, was heißt das nochmal? Dann schauen wir uns die Richtungsvektoren von zwei Geraden an. Da prüfen wir dann nämlich, ob die linear abhängig sind, ja oder nein. Und werden dann am Ende nochmal sagen, okay, wenn sie linear abhängig sind, die Richtungsvektoren, dann wären die Geraden parallel oder identisch. Und dann checken wir nochmal, ob der eine Stützvektor vielleicht auf der anderen Geraden liegt. Na, ich will nicht zu viel verraten, aber das kommt auch noch. Also freut euch auf ein Video, das nicht so schwer ist mal und wo es darum geht, sind zwei Geraden im dreidimensionalen Raum parallel oder identisch. Film ab. So, Svea, jetzt geht es ja darum, zu gucken, zwei Geraden, wann die oder wie ich feststelle, ob die parallel oder identisch sind. Ja? Ja. Zunächst einmal kurz zu klären, was ist parallel, was ist identisch. Hier habe ich zwei Stifte. Sind die jetzt parallel? Nein. Also die beiden, also nicht der. Nein. Warum nicht? Weil die nicht parallel. Weil die nicht so sind. Weil die nicht so sind, richtig, ja. Aber wie könnte man das beschreiben? Weil die nicht, also das eine ist ja eigentlich nur das andere mit anderen. Ist nicht so einfach, ne? Ich kann es ja ganz kurz verraten, weil das ist ja nicht so hauptsächlich das Thema hier, zu erkennen, wann etwas parallel ist. Wenn der Abstand zwischen den beiden Stiften immer gleich ist. Und jetzt habe ich schön gekleckert. Ah! Oh, so ein Mist. So, nochmal ein Hinweis an alle Leute, die gerne Kaffee trinken oder Orangensaft oder Apfelsaft oder Cola oder sonst was. Während sie hier ein Video aufzeichnen, beziehungsweise schön hier was aufgezeichnet haben, man sollte das lassen. Oder einfach irgendwo hinstellen, wo man nicht gegenkommt man mit nicht dem Arm. Oh, scheiße. Naja, also, wo waren wir stehen geblieben? Also, zwei Geraden sind parallel, wenn der Abstand zwischen diesen beiden Geraden immer gleich ist. Und den würde man im senkrechten, also senkrecht, orthogonal, rechter Winkel messen. Ja? Das heißt, du gehst hier auf die eine Gerade, legst dir das Geodreieck zum Beispiel so im rechten Winkel, misst hier den Abstand. Und wenn der Abstand überall gleich ist, sind die parallel. Und identisch wären sie, wenn praktisch der Abstand der beiden Geraden überall wie groß ist? Null. Richtig. Wenn die direkt übereinander liegen, ist der Abstand null. Ne? Ja. Gut. Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt zwei Geraden. Also ich sag mal G Doppelpunkt X gleich 1, 1, 2 plus R mal 2, 1 minus 3. Und die zweite Gerade H heißt x gleich. Und jetzt sage ich mal 1, 2 minus 1 plus s mal 4, 2 minus 6. So, jetzt wollen wir gucken. Nochmal eine kurze Erinnerung. Was ist das nochmal hier vorne, dieser Vektor? Das ist der Stützvektor. Und hier hinten? Das ist der Richtungsvektor. Richtig. Und wenn ich mir zwei Stifte angucken und diese Stifte sollen jetzt mal so Geraden darstellen, ne? Also ein Stück von der Geraden. Ja. Was davon ist jetzt sozusagen entscheidend dafür, ob die parallel sind oder nicht? Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Stift, dieses Teil hier, dieser der Schaft oder wie man das nennt, ne? Mhm. Wenn ich mir vorstelle, das ist der Richtungsvektor und hier am Ende, hier, da sitzt der Stützvektor. Das ist der Punkt, ne? Ja. Auf den der Stützvektor hinläuft.
Was ist entscheidend dafür, ob die jetzt parallel oder identisch sind? Nein, natürlich der Richtungsvektor. Also genau, also dieser Schaft praktisch, ne? Das sieht man hier, oh, da verändert sich was. Ne? Ja. Während ich praktisch diesen einen Punkt hier, den könnte ich so lassen, wo er ist. Ne? Mhm. Das heißt, der Richtungsvektor entscheidet, ist es parallel oder identisch oder einfach nicht. Schneiden die sich oder sind die windschief? Das kommt natürlich im nächsten Video. Ja? Hier geht es jetzt erstmal nur darum, parallel, identisch, wie prüfe ich das? Das hier ist der Richtungsvektor, das hier auch. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen uns die beiden Richtungsvektoren und gucken, ob ich den einen Richtungsvektor einfach nur mit einer Zahl mal nehmen kann oder durch eine Zahl teilen kann. Und es kommt der andere Richtungsvektor heraus. Ich fange jetzt mal an, hier hinzuschreiben, 2, 1, minus 3 gleich. Und jetzt muss ich noch einen weiteren Buchstaben einführen, ne? A meinetwegen, 4, 2, minus 6, weil ich jetzt wissen will, kann ich diesen irgendwie mit einer Zahl mal nehmen und es kommt der heraus. Mhm. Ja? Ja? Dieser Buchstabe, scheißegal welcher das ist. Und du könntest es auch umgekehrt machen. Du könntest auch hier hinschreiben, 4, 2, minus 6 ist gleich A mal 2, 1, minus 3. Das spielt keine Rolle. Ne? Du willst halt nur gucken, gibt es hier ein Buchstaben, eine Zahl, die ich hier multiplizieren kann und es kommt das heraus. Und was ich da mache ist, ich unterteile das wieder in drei einzelne Gleichungen. Ja? Erste Gleichung ist jetzt wieder 2 gleich a mal 4. Die zweite Gleichung ist 1 gleich, ne? 1 gleich 2 mal a oder a mal 2. Ich schreibe es jetzt mal so hin, wie es hier steht. Und die dritte Gleichung ist minus 3 gleich a mal minus 6. So, und was muss ich jetzt tun? Ich muss jetzt jede der Gleichungen lösen. Und was heißt das lösen? Auflösen nach einem, nach diesem Buchstaben? Genau, nach a auflösen. Ja. Ne? Also a, du willst halt letztlich a alleine stehen haben auf einer Seite. Mhm. Das ist jetzt hier nicht ganz so schwierig, weil bei dem a immer nur mal 4 mal 2 mal minus 6 steht. Was muss ich dann hier machen? Durch 4. Durch 4. Das heißt, ich habe hier die erste Gleichung und dann habe ich da stehen 2 durch 4 gleich und hier nur noch ein a. Mhm. Ja, 2 durch 4 ist gekürzt. 1/2. Richtig. 1/2. Also bei der ersten Gleichung würde 1/2 rauskommen. Bei der zweiten Gleichung, was würde ich hier rechnen? Durch 2. Ja, 1 durch 2. Man muss ja beide Seiten durch 2 teilen. Auch 1/2. Und die dritte Gleichung teile ich hier durch minus 6. Minus 3 durch minus 6, minus durch minus. Plus 3 durch 6, auch 1/2. Aha, super. Das bedeutet jetzt, ich habe jedes Mal 1/2 raus. Das heißt, wenn ich hier für a 1/2 einsetze, dann und hier rein multipliziere sozusagen jede einzelne Koordinate mit 1/2, kommt genau das raus. Das bedeutet, die beiden Richtungsvektoren sind linear abhängig. Der eine ist nur ein Vielfaches von dem anderen. Das bedeutet dann, die Geraden müssen entweder parallel oder identisch sein. Ja. Ja? Und wie prüfe ich denn jetzt, ob die eventuell identisch sind? Soll ich das jetzt beantworten? Ja, wenn du das weißt. Ach so. Ja, man setzt den Stützvektor von der einen Gerade. Also den zum Beispiel? In das x bei der anderen Gerade ein. Okay, also das hier einsetzen. Ja. Und dann, also letztlich guckst du, ob dieser Punkt auf der anderen Geraden liegt. Ne? Also wenn man das mal ganz kurz noch mal einmal zeichnet. Wir haben hier unseren Ursprung. Und ich mache jetzt mal hier, zack, einen Stützvektor und hier einen Richtungsvektor und die Gerade geht so lang. Das ist mal die Gerade g. Und wir haben eine andere Gerade. Hier der Stützvektor
Ich kann ja auch in Schwarz das Ganze machen. Hier der Richtungsvektor und die Gerade würde so verlaufen. Ja. Ja? Dann wäre das hier dieser Punkt, der da. Ja? Mhm. Und du testest, ob dieser Punkt auf der anderen Geraden liegt, also auf der geraden H liegt. Ja, hier sieht man schon, der liegt nicht drauf. Ne? Ja. Die sind parallel. Wenn die aber identisch sind, das heißt, wenn diese Gerade direkt auch hier drüber liegen würde, dann würde der Punkt tatsächlich auch auf der Geraden liegen. Ja. Ne? Kannst du auch mit dem anderen machen. Kannst du natürlich auch mit dem Punkt testen. Das heißt, du könntest auch diesen hier nehmen und den da für x einsetzen. Mhm. Also, was du tust, ist letztlich nichts anderes, als zu testen, liegt ein Punkt auf der Geraden, ja oder nein. Das heißt, wir nehmen uns jetzt eben diesen 1, 1, 2 Vektor und setzen ihn in die Gerade h ein und die Gerade h war 1, 2 minus 1 plus s mal 4, 2 minus 6. So, und jetzt, was muss ich jetzt wieder machen? Drei Gleichungen, also aufteilen. Richtig. Und ich prüfe wieder bei allen drei Gleichungen, kommt da, wenn ich das dann nach s aufgelöst habe, denn das ist wieder mein Ziel. Ne? Ich habe hier wieder einen Buchstaben, ich habe drei Gleichungen, in jeder Gleichung kommt ein s vor. Ich löse jede Gleichung wieder nach s auf und wenn dann überall das gleiche s herauskommt, also die gleiche Zahl für s herauskommt, dann liegt der Punkt auf der Geraden und dann wären die identisch. Ja. Ansonsten, wenn nicht, dann parallel. Also 1 gleich 1. Jetzt schreibe ich gleich 4s. S mal 4 ist 4s. Gleichung 2. 1 gleich 2 plus 2s. Und die dritte Gleichung lautet 2 gleich minus 1 minus 6s. Dann nehme ich mir hier einfach mal die erste Gleichung. Würde sagen, hier rechne ich minus 1. Bringe also diese 1 auf die andere Seite. Dann steht da 0 gleich 4 mal s. Ja. Und ich teile durch 4, durch die Zahl. 0 durch 4 ist? 0. Genau. Und nicht etwa? 4. Ja, 4. Genau, nicht 4. Weil wenn ich nichts habe und teile das an 4 Leute auf, bekommt jeder nichts. Hm? 0. So, hier hätte ich s gleich 0 raus. Nehme ich mir die zweite. Hier rechne ich minus 2. Mhm. 1 minus 2 ist minus 1 gleich und da bleibt noch 2s übrig. Dann teile ich durch 2 und jetzt sehe ich schon minus 1 halb gleich s. So. Ne? Ich sehe schon hier, da kommt minus 1 halb raus, da kommt 0 raus. Das ist nicht das gleiche. Ich kann jetzt schon aufhören. Weil wenn nicht überall dasselbe rauskommt, dann sind die beiden Geraden hier, wie hier dargestellt, tatsächlich echt parallel. Also parallel. Das wäre hier das Ergebnis. Ja, also zusammengefasst noch einmal. Du guckst dir die Richtungsvektoren der beiden Geraden an. Hast du die noch nicht, musst du sie erst bilden. Schaust dir an, machst du diese kleine Gleichung mit den beiden, egal wie rum. Ein Buchstabe noch dazu, denn jetzt willst du wissen, kann ich diesen Vektor irgendwie mit einer Zahl mal nehmen, es kommt der andere raus. Mhm. Das nennt man dann Prüfen auf lineare Abhängigkeit. Ne? Ist der eine ein Vielfaches von dem anderen? Wenn du das hier gemacht hast, erfolgreich und sagst, okay, überall ein halb, dann weißt du, A ist so, wenn hier das nicht rauskommt, das werden wir gleich auch noch machen oder später in einem anderen Video, dann sind sie auf keinen Fall parallel oder identisch, sondern müssen sich schneiden oder windschief sein. In unserem Fall haben wir jetzt, um zu prüfen, ob die nun parallel oder identisch sind, den Stützvektor der Geraden g in die Gerade h eingesetzt. Man könnte auch den Stützvektor der Geraden h in die Gerade g einsetzen. Vollkommen egal. Das haben wir hier gemacht. Und hier haben wir wieder drei Gleichungen draus gemacht, also Zeile für Zeile mit dem s jeweils und haben wieder jede der drei Gleichungen nach s aufgelöst und genau da wieder die gleiche Sache. Wenn überall für s die gleiche Zahl rauskommt, dann liegt der Punkt auf der Geraden und das heißt, dann sind die identisch. In unserem Fall
liegt der Punkt nicht auf der Geraden. Das S ist hier unterschiedlich, also sind die parallel. Ja? Okay, doki. Ja, das war's. Das war das Video. Es war nicht so lang und ich glaube auch nicht so schwer. Was ist dir noch im Gedächtnis geblieben? Nichts. So, okay, wir gucken das Video jetzt nochmal von vorne. Ich zeige es nochmal, wie das wäre. Ja, okay. Dir ist wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben, dass das nicht so schwer ist. Richtungsvektoren testen auf lineare Abhängigkeit. Wir gucken also nur, ist der eine Richtungsvektor ein Vielfaches von dem anderen? Und falls ja, dann wissen wir, ups, die Geraden sind parallel oder identisch. Und naja, der Rest, ne, mit dem einen Punkt noch einsetzen, ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Falls ihr Fragen habt, beziehungsweise Kommentare und so weiter, würde ich mich freuen, wenn ihr das unten reinhaut. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Ja, Svea und Andreas, macht's gut. Bye, bye.